Moin miteinander, herzlich willkommen zurück am Nordpol bei Chaos auf Deponia. Beim letzten Mal haben wir im Wettpinkeln und im Eisschwimmen und was wir hier alles am Nordpol gemacht haben. Auf jeden Fall haben wir eine Menge geschafft. Wir haben jetzt eine Fackel, wir haben einen Köderfisch und nicht viel Plan, was wir jetzt machen müssen, aber das ist egal, denn ich habe so das Gefühl, wir müssen nach Porta Fisco. Und das Gefühl habe ich daher, weil die Delfine immer noch leben. Und ich weiß, dass die Delfine sterben müssen. Ich habe hier nämlich auch noch nicht mit Babygull geredet, fällt mir ein. Das machen wir doch mal. Schalten wir sie doch mal auf Baby. Ich habe hier bisher nur mit Krawallgull geredet und die schienen etwas gemein zu sein jetzt hier so. Der Jingle ist schon geil. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Nein. Oh, naja, wenn man Elend mag. Ich find's toll, sagte die Frau mit dem Gehirnschaden. Okay, Janosch. Janosch lässt in seinem Rebellenlager Torpedodelfine trainieren. Ja, das stimmt. Wie süß! Denkst du dasselbe, was ich denke? Ich glaube schon. Aber wo bekommen wir die rosa Schleifen her? So weit bin ich noch nicht. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bin nicht ich. Nein, ich glaube es... Lieb okay. Von dir. Aber ich muss furchtbar riechen. Ich habe mir heute noch nicht mal die Zähne geputzt. Wenn man das nicht dreimal täglich macht, bilden sich Bakterien im Mund. Ja, also aufpassen, Kinder. Und am Wochenende treffen sie sich mit dem Yeti und füllen süchtig machende Substanzen in Klebstoff. Aber es sind süchtig machende Substanzen im Klebstoff. Arme Ghoul. Wie kommen die da bloß rein? Keine Spur von Donnergoal. Wir schaffen das schon. Habe ich jemals etwas anderes behauptet? Du nicht. Aber Doc murmelte vorhin, dass es keinen Sinn ergibt, Tauchboote an Land zu suchen. Doc hat ja auch keine Ahnung. Es klang Tauchboote sind logisch. Immer. Logik ist was für Leute, die zu faul sind, ziellos herum. Tauchboote sind immer an Land. Ach. Mensch. Okay, wir gehen zum Wahrsager. Er wohnt in dem Zelt. Das bringt bestimmt was. Ein Wahrsager? Boah! Worauf warten wir noch? Wer als erstes da ist? Das ist bestimmt sie, weil Rufus immer stehen bleibt. So, was bringt mir das eigentlich? Ist egal. Nächstes Jahr schon? So ist es vorherbestimmt. Es kommt von der Mütze. Auch Haarwurzeln müssen atmen, weißt du? Oh, da kommt er. Worüber habt ihr gesprochen? Haarausfall. Nichts. Fangen wir doch am besten gleich an. Also, was wollt ihr wissen? Weiß ich nicht. Warum bin ich hier? Lottozahlen. Okay. Werde ich verhindern, dass Goal Cletus heiratet? Was denn? Ihr seid gar kein Paar? Das hier ist eine Partnerberatung. Ich beantworte nur Fragen, die sich auf eure Partnerschaft beziehen. Ach ja, lass mich das umformulieren. Ach so, er ist ja so eine, so ein Liebesberater gewesen. Wie sieht unsere gemeinsame Zukunft aus? Knifflig. Ich werde am besten die Kugel befragen. Welche Kugel? Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Vor uns? Meinst du nicht vielleicht hinter uns? Hältst du die Kugel überhaupt richtig rum? Ich glaube schon. Immerhin ist hier so ein Pfeil auf der Unterseite. Ja, das ist immer wichtig. Hier steht's. Ach, komm schon, Rufus. Dann liegt halt noch ein langer Weg vor uns. Ist doch toll, solange wir beieinander sind. Ach, ist die süß. Okay. Werden wir Donnergoal rechtzeitig finden? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Es ist schließlich so ein Drittel der Goal. Lass mich das umformulieren. Kommen Goal und ich irgendwann so richtig zusammen? Eine gute Frage. Ich sehe große Zerrissenheit in euch. Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Wow! Okay.
Hast du mal darüber nachgedacht, bestickte Kissen zu verkaufen? Die wären bestimmt der Renner. Okay, das bringt uns, glaube ich, überhaupt nichts. Werden aber wir all das hier überleben? Ich mache einfach mal weiter, weil das irgendwie süß nicht, ist. Was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Also ich finde es sehr offensichtlich. Lass mich das umformulieren. wie sieht es in Zukunft mit unserer Gesundheit aus? Ich sehe... Oh je, Mene. Oh oh. Das ist ja furchtbar. Kann man sowas überhaupt überleben? Was? Was siehst du denn da? Oh, das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Niemals! Wir werden immer füreinander da sein. Nicht wahr, Rufus? Der Blick war etwas merkwürdig. Was wird aus Deponia? Ich verstehe nicht. Was naja, wenn es explodiert, wie hat? Sollen wir dann eine Beziehung führen, Mensch? Lass mich das umformulieren. Ah, oh, Mann. Wo werden wir zusammen alt werden? Auf Elysium? Nun, das sollte einfach zu beantworten sein. Ich sehe... Nanu, was ist denn jetzt los? Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Sehr seltsam. Das liegt bestimmt daran, dass die Kugel nicht jugendfreie Szenen zensiert. Oder wir machen gerade einen Nachtspaziergang. Auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen. Da bin ich mir sicher. Der Blick von Rufus jedes Mal, ne? So, ach, na ja. Wie sind die Lottozahlen von dieser Woche? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Ich will doch nur die Lottozahlen werden. Werden wir reich sein? So lottogewinnreich? Das ist doch ein Trick, oder? Aber na gut, ich guck mal, ob ich etwas in der Kugel erkennen kann. Ich sehe, dass ihr reich werdet. Ja, ich wusste es. Reich an Erfahrung. Na toll. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Mehr verrät die Kugel aber nicht. Goal ist zu lieb. Ich will hier Krawallgul sitzen haben. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier, du kannst... Ja, ist in Ordnung. Ich glaub's dir. Ja. Oh. Eine Sache hat er nicht vorhergesehen, nämlich welche Folgen es haben würde, Hüte zu tragen. Ah, okay. Ich mach mal Ghoul anders, weil die andere Ghoul ist mir zu lieb. Wo hast du mich denn jetzt wieder hingeschleppt? Und wer ist das Pfeifenkopfmännchen? Das ist der Seher. Wie Seher? Sehr, denke ich. Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Ich frage ihn nochmal nach den Lottozahlen. Ich spüre eine neue Aura. Und gleich spürst du auch noch das dazugehörige Aua. Ich habe keine Lust, mir irgendwelches Esoterik-Huppi-Fluppi anzuhören. Es ist auch mehr so eine Partnerberatung. Eine was? Komm schon, sowas ist lustig. Und ich wollte gerade eine neue Frage stellen. Genau, ich möchte nämlich mit dem Reichtum wissen. Reichtum? Oh, ihr werdet reich. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Okay, das bringt doch nichts. Das ist doch Humbug. Lass uns hier abhauen. Einen Moment noch. Wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Gibt es da andere Zukunft? Kommentare? Das wäre natürlich interessant. Das würde ich mir dann gerne auch nochmal alles anhören. Dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Okay. Also langsam macht der Typ mich echt wahnsinnig. Darf ich meine klatschen? Ja, das wäre lustig. Aber halt es noch einen Augenblick zurück. Wie war das gleich mit dem Zusammenkommen? Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst. Der klingt wie ein Glückskeks. Das reicht. Das Maß ist endgültig voll.
Ah! Na, was ist jetzt? Siehst du immer noch Zerrissenheit bei uns? Dann siehst du vielleicht auch die damit zusammenhängende Zerrissenheit deiner Ohrläppchen. So warte doch. Ich habe mich offenbar verguckt. Das war keine Zerrissenheit, die ich da gesehen habe. Das war Gerissenheit. Ihr meistert alle Hindernisse dank eurer Gerissenheit. Gerade noch die Kurve gekriegt, Kojak. Okay. Ich frage ihn nochmal nach Reichtum. Ich will, dass er die Lottozahlen sagt. Reich vorausgesetzt. Okay, ich frage ihn das jetzt so. Lass uns hier abhauen. Einen Moment noch. Okay, gut. Ich frag jetzt nochmal irgendwas. Wie war das gleich mit unserem Lebensabend? Ich glaube, ich hab's jetzt raus und dann frage ich gleich nochmal mit Reichtum. Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Das passiert sonst nie. Also langsam macht der Typ mich echt wahnsinnig. Darf ich meine klatschen? Ja, das wäre lustig. Aber halt es noch einen Augenblick zurück. Genau, und jetzt frage ich nochmal Reichtum. Und ich will die Lottozahlen. Gleich mit unserem Reichtum? Lottozahlen, Lottozahlen. Ja. Ihr werdet reich. Reich an Erfahrung. Oh. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Das reicht. Na komm. Das Maß ist endgültig voll. Dass sie sich echt jedes Mal wieder so in Rage redet. Na, was ist jetzt? Wir wollen die Lottozahlen hören. Sonst zeige ich dir gleich mal, was man alles aus Eingeweiden lesen kann. Sau gut. So warte doch. Ich habe noch nicht alles gesagt. Die Kugel verrät mir die Zahlen zwar nicht, aber sie sagt, sie stehen in den Sternen. Ah, das Nordpol, hebt euch sehr gut. Sicher weiter. Ja, bitte auf jeden nicht Fall. Schlagen. Wenn sich dein Tipp nicht auszahlt, dann wirst du bald Sterne sehen. Das verspreche ich dir. Das wollte ich nur wissen. Okay, cool. Ah, super, sie gehen von selbst. Sehr gut, genau das wollte ich wissen. Okay, gehe ich jetzt erst runter und... Nein, ich lasse die kleinen Baby-Delfine noch ein bisschen leben. Das... Noch nicht. Noch nicht. Das ist echt so gemein, wirklich. Rufus kennt keine Gnade mit sich selbst und mit seiner Umwelt. Okay, wie mache ich denn das jetzt mit den Sternen? Der Guru sagte, die Lottozahlen stehen in den Sternen. Moment, ich muss mal ganz schnell was schreiben. Damit? Ah, vielleicht meinte er das. Ich möchte gerne... Vielleicht, ich glaube, ich muss mir die aufschreiben. Moment. So, kannst du mir die nochmal zeigen? Der Guru hatte doch recht. Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein Diplom im Vorraum gekritzelt habe. Der Guru hatte doch recht. Jetzt tut es mir fast 20, leid, was ich auf sein 42. Diplom im Vorraum gekritzelt habe. Okay, Moment. 4, 8. Ich guck noch einmal kurz und schreib's mir mal kurz auf. 15, 16, 23. Jetzt 15, tut es mir fast 16, leid, was 23, ich auf sein 23, Diplom 42. im Vorraum gekritzelt okay. habe. Sehr gut. Ich habe sie mir aufgeschrieben für den Fall, dass ich sie brauchen können muss. Und so. Aber jetzt habe ich die Lottozahlen, die bringen mir aber irgendwie noch gar nichts. Weil ich noch nicht in das Häuschen reinkomme, in den Gadget-Shop. Und ihr wisst, was das heißt. Machen wir aus kleinen Babydelfinen Katzenfutter. Frage ist nur wie. Was haben wir denn dabei? Wir haben den Köderfisch, den brauchen wir auf jeden Fall. Und die Fackel, die zünde ich mal an. Nur so einfach, weil weil eine unangezündete Fackel entspricht nicht Rufus Verlangen, immer Feuer in der Manteltasche zu haben. Genau, jetzt haben wir eine brennende Fackel. Haben wir hier irgendwas, was wir brauchen können? Nee, brennendes Fass. Wir gehen mal wieder hier rein. Hier stinkt es nur noch weiter. Igitt. So, jetzt habe ich Feuer und ich habe Köderfisch. Das bringt mir aber alles nichts. So richtig, irgendwie. Na, ich soll euch der... Nein! Wie sie sich freut.
Die sind echt niedlich. Oh, es tut mir wirklich leid. Kann ich euch anzünden? Da fallen mir gleich aber keines das Speck. Okay, spektakulär. Was für spektakuläre... Kunststückchen kann man denn mit der Fieden machen? Ich weiß es gerade nicht. Was kann man denn machen? Habe ich hier irgendwas übersehen? Nein. Ich gehe mal hier hin. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ich glaube, hier war auch absolut gar nichts. Hier ist ein Reifenberg. Diese Reifen sind kaputt und langweilig. Wenn sie wenigstens brennen würden. Dein Wunsch ist mir Befehl, lieber Rufus. Was ist besser als ein Berg aus Reifen? Richtig, ein Berg aus brennenden Reifen. Gut, das war jetzt Zufall. Wow. Und wir nehmen mal einen brennenden Reifen mit. Und jetzt weiß ich auch schon genau, was wir mit den kleinen Babydelfinen machen müssen. Und es tut mir jetzt schon in der Seele weh. Wir werden sie hüpfen lassen. Und zwar in die Durchreiche. Oh, ich kann fast nicht hingucken, aber ich muss hingucken. Gut, brennende Reife mit Babydelfine. Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Babydelfinen ein paar Tricks beibringen. Was willst du? Sagte ich beibringen? Ich meinte natürlich vorführen. Ich will ihnen ein paar Tricks vorführen, um sie aufzumuntern. Sie sollen ja nicht so traurig enden wie ihre Eltern. Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Okay. Die Tante meint das nicht so. Wenn sie erst einmal sieht, wie toll ihr durch brennende Reifen springen könnt, wird sie hin und weg sein. Also, los geht's. Alle, hopp. Sie brauchen wohl noch einen kleinen Anreiz. Okay, wir machen die, müssen wir die irgendwie zusammen. Ich kann später noch auf den Glück. Gut. In die Durchreiche da? Sind das etwa neue Vorräte? Vielleicht. Können Sie daraus irgendwas zaubern? Oh, halte diese Dinger lieber nicht zu nah an die Durchreiche. Die jungen Delfine dort drüben sind ganz heiß auf die Dinger. Die würden mir glatt auf den Herd hüpfen. Was im Prinzip nicht so schlimm wäre. Immerhin kann man aus jungen Delfinen ein leckeres Katzenfutter zubereiten. Aber die also ich glaube, mehr Hinweise Dame brauchen wir nicht. Darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Als wenn wir jemals was gemacht hätten, was erlaubt wäre. Welche nette junge Dame denn? Komm, Fischi, Fischi. Sie scheinen voll auf die Köder abzufahren. Tschüss. Ich sollte das im Hinterkopf behalten, falls ich Ihnen irgendwelche Tricks beibringen will. Ich hab doch... Wie mache ich denn das? Oh Mann. Ich habe jetzt, glaube ich, alles da, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ah, okay. Oh oh. Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Babydelfinen ein paar Tricks beibringen. Was willst du? Sagte ich beibringen? Ich meinte natürlich vorführen. Ich will ihnen ein paar Tricks vorführen, um sie aufzumuntern. Sie sollen ja nicht so traurig enden wie ihre Eltern. Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Oh, und wie ihnen was passieren wird. Die Tante meint das nicht so. Wenn sie erst einmal sieht, wie toll ihr durch brennende Reifen springen könnt, wird sie hin und weg sein. Also, los geht's. Alle, hopp. Sie brauchen wohl noch einen kleinen Anreiz. Ja, und den kriegen sie jetzt. Und ich guck weg. Ihr könnt ja hingucken, wenn ihr wollt. Ja, so kann ich den Delfinen endlich den Reifentrick beibringen. Mann, Toni wird Augen machen. Ich kann kaum erwarten, ihr zu zeigen, wer hier der echte Delfin-Dompteur ist. Komm, Fischi, Fischi. Andererseits ist Toni auch gerade sehr beschäftigt. Wir nehmen das Katzenfutter mit. Das Planschbecken nehmen wir auch mit, dann fällt es vielleicht nicht so auf. Dich lassen wir mal hängen vor der Durchreiche. Und wir verschwinden. Oder sollte ich Toni mal ansprechen? Ich trau mich gerade nicht. Ich trau mich wirklich nicht.
Andererseits, was soll passieren? Obwohl, na. Ich speichere vorsichtshalber. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Wo speichern wir denn mal? Wir speichern mal. Auch keine Ahnung. Speichern wir mal hier rüber. Jo, überschreiben wir. Okay, weiterspielen. Und wie arbeitet es? Ich habe ein paar. Nein, man kann sehen. Okay. Okay, gut. Okay, okay, okay. Ich glaube. Okay. Ja. Ich gut. Muss los. Ich habe wichtig. Bringt nichts. Anführer. Spricht sie nicht drauf an. Was denn, Kai? Ich dachte. Ja. Na komm. Fertig. So. Wir gehen jetzt zum schwimmenden Schwarzmarkt. Ich will jetzt eigentlich weitermachen, weil ich jetzt gerade weiß, wie es weitergeht. Oder mache ich hier eine Pause? Ich glaube, ich fahre jetzt nochmal zum schwimmenden Schwarzmarkt. Und trinke dabei noch einen Schluck Wasser. Hey, meine Stimme wird langsam etwas kratzig. Nimm noch schon recht lange auf, muss ich sagen. Okay. Ich würde sagen. Na gut. Wir machen beim nächsten Mal genau hier weiter und füttern das Kitzchen-Kitty mit, nicht dem Planschbecken, mit den Thunfischdosen. Seid dabei, wenn es hier weitergeht bei Chaos auf Deponia. Oder ich bin schon ganz doof auf der Zunge. Bis dahin. Ciao.